schön machen. Ich habe unsere Basis mal auf den Server hochgeladen. Das heißt, der Spieler, der jetzt hier hinkommt, der hat diese Basis. Und kann die hier rumlaufen und gucken. Mehr nicht. So, jetzt brauche ich. Habt ihr noch ein vergangenes Technologiemodul? Nein. Jack, ich suche, ich gehe gerade zu einem. Okay, weil dann kann ich nämlich einen Biotreibstoffreaktor schon mal erlernen. Und dann kann den, ich gleich den diesen Stromgenerator. Genau, den brauchen wir jetzt erstmal. Da bin ich auch gerade dabei. Oh, die Steine hier haben Salz enthalten, die. Lol. Aber weil das am Wasser ist. Geil. So, der Weg ist nicht gerade smooth, aber man erkennt den. Wenn man drauf laufen kann, normal, dann alles rein. Ah, oh, bauen. Ey, wie geil, wir haben LED-Gras hier am Boden, guck mal. Was? Ja, die Landschaft leuchtet. Ja, wir haben LED-Wiesen. Lüll. Was bist du denn? Alter, wir haben ganz abgefuckte Pflanzen hier. Ich habe unsere Basis mal sehr... Ich sehe das LED-Gras. Hier ist irgendein Pilz bei mir, der sich richtig komisch bewegt mit vielen Glubschaugen. Oh ja, ich glaube, das sind so Giftpilze. Und hier sind Quallen, die sich sozusagen durch den Boden bewegen irgendwie. Ich habe einen Reisemeilenstein erreicht. Aufbruch. 8000 Uhr zurückgelegt. So. Alter, was eine geile Mucke. Biotreibstoffreaktor mache ich mal. Und Stromkabel sind kostenlos. Ich muss jetzt einen Kohlenstoff da reinlegen für die Quest. Könnt ihr das Portal einmal kurz in Aktivität sehen? Ui. Oh Mann, ich wollte da durch. Okay, ich habe die Quest, ich muss in die Raumstation. Was habt ihr gerade für Quests noch? Chaos, was hast du? Erkunde den Planeten und finde vergrabene Technologie. Umbenennen. Ah, okay, dann müssen wir es aber. Okay, dann suche ich mal mit vergrabene Technologie-Module. Und jetzt mache ich hier einmal aus dem Natrium. Natriumnitrat nicht reingucken, sonst löscht es sich noch hier. Bab, 15 Natriumnitrat. Jetzt brauche ich noch zwei Metallplatten. Eins, zwei. Und jetzt machen wir ganz simpel den Kollegen hier. So, und hiermit könnt ihr speichern. Wie mache ich magnetisiertes Ferrit? Reines Ferrit in die Raffinerie rein. Ach, reines? Mhm. Oh, gepanzerte Muschel. Warte, ich glaube, ich bin kurz auf dem Tauchabenteuer. Wie viel brauche ich von dem Scheißding? Hol ich uns mal hier. Eine Muschel. Wir machen mal 30 Stück von dem. Oh. Das leuchtet ganz hell und blau. Ich habe einen Hadalkern. Let's go. Grauen aus der Tiefe entdeckt. Ah, ich brauche das Nanorohr noch. Ich habe hier Hadalkerne. Ich habe keinen Plan, was das ist, aber es ist cool. Du bist der Typ, der 270 Stunden hat. Gepanzerte Muschel. Die kenne ich aber. Die sind sehr praktisch später, wenn man anfangen mit Unterwasser-Content. Aha. Oh, jetzt muss ich noch Kohlenstoff mitnehmen. Pff, ich habe 4 Hadalkerne, die sind 370.000 Units wert. Woher kriege ich jetzt Natriums? Die Frage. Mit C-Scan. Ich glaube, hier wäre geil, wenn wir hier mit Exo-Fahrzeugen mal rumdüsen später. Die hast du halt geile Landschaft. Unsere lebende Perle was machen? Oh! What the fuck? Ich hab doch. Leute. Ich hab doch unter Wasser gerade die lebenden Perlen geholt. 8 lebende Perlen. Aus einer lebenden Perle kann ich 100 Gold machen. Huh. Ja, das ist schön. Ich hab auch Gold. Bam. Rat, 800 Gold. 280.000 Units. Ich hatte auch irgendwo Gold, meine ich. Ah ja, hier, ich habe 108 Gold. Nice. Kannst du das mal geben? Das hatte ich im Weltraum. Kannst du mir das kurz geben? Dann stacken wir das. Das sieht schön aus. Ein Kobaltressource. Ein schönes Blau. Wie viel kann man das eigentlich maximal stacken? 10.000. Du willst mich doch verarschen. Ich wollte gerade eine Sauerstoffpflanze abbauen. Dann lande ich und zerstört mir das Flugzeug. Ich geh mal Vollgas Richtung Raumstation. Ich okay. Jetzt auch. Dann bin ich hinter dir direkt raus. Juhu. Okay, da komm mal her kurz und dann führe ich dich einmal ganz fix herum, ja? Erstmal, das Teil ist immer an zwei Seiten. Wenn du aussteigst, die linke Seite, so eine Missionsseite. Und rechts ist die Handelsseite. Erstmal, hier gibt es eine Matrix immer wieder, wo man schön Sachen kaufen kann. Wie zum Beispiel Sauerstoff, was ich machen werde. Oh, ja. Doch, es gibt Sauerstoff. 3600 Sauerstoff gibt's hier. Das heißt, ich verzieh kurz erstmal meine Hadalkerne. Bam. Und jetzt kaufe ich jetzt erstmal 3.500 Sauerstoff. Ne, das war Ferrit. Und Sauerstoff, und dann kaufe ich noch. Kannst du den Gag schenken? Dann gibt es ein bisschen Reputation bei denen. Ich verkaufe meine 900 Gold nochmal ganz fix. Das. Jetzt kaufe ich nochmal 4.000 Natrium. Und das war's jetzt mal. Ich habe gerade irgendwie eine Mülle ausgegeben oder so.
verkaufen, verrostetes Material könnte ich verkaufen. Vor das Metall. Ja, mach ich. Ich habe jetzt mal genug Gericht jetzt für die nächsten 10 Jahre gekauft. Der Kollege, das für Gilden. Wir können später so Alien-Gilden aufgenommen werden. Die geben dann jede Menge Missionen immer, was ganz nett ist. Und ein bisschen Geld nebenbei. Das hier sind die Gilden-Belohnungen. Also hier nimmst du die Mission an. Hier kannst du in jeder Raumstation dir einmal eine Belohnung abholen von der Gilde. Okay. Und das sind Kartografen. Da kannst du dann Planetenkarten und alles holen. Wenn du zum Beispiel Gebäude suchst oder abgestürzte Raumschiffe oder so. So, Teleporter, ist klar, glaube ich. Ansonsten, wir haben immer noch hier so einen Raum nebenbei. Wo? Ja. Da kann man. Da kann man ein bisschen looten immer einfach. Manchmal kann man looten. Hier die Pflanzen zum Beispiel, könnt ihr mal durchnehmen, da ist immer ein bisschen Kohlenstoff drin. So Blumenkästen. Ja, und dann macht er mir alles vor der Fresse weg. Hier haben wir erstmal das Wichtigste von allem. Unser Multiwerkzeughändler. Hier können wir neue Multiwerkzeuge kaufen. Je größer die sind, desto besser. Normalerweise. Und wenn ihr jetzt mal hier E drückt auf den, dann seht ihr, das Ding hat ein paar Slots nur. Das ist richtig scheiße, kann gar nichts, brauchen wir nicht. Hier können wir unser Multiwerkzeug verbessern. Zum Beispiel mehr Slots rein, die Stufe verbessern. Und bei dem Typen hier kann man sich dafür Module kaufen. Kann überhaupt nichts kaufen. Ja, wir sind noch nicht weit genug in der Story. Und wieso kannst du dann was sehen bei dem? Kann ich nicht. Und woher hast du uns das dann erzählt? Ja, weil ich selber aus Erfahrung Ich habe 200 Stunden in dem Game. Ja, aber du meinst es ja, dieses Ding hat irgendwie übel Scheiß nicht kaufen. Ah, nee, das ist das Multiwerkzeug hier. Das könnt ihr sehen, guck mal. Welches? Du hast 3 Terminals. Du hast hier den Typ, du hast hier den Kasten und du hast hier die blaue Tafel da. Also. So, mit dem Kasten kannst du einmal reingehen, dann siehst du das Multiwerkzeug. Hier haben wir nämlich einen Dude, der gibt uns Raumschiff-Upgrades für unsere Raumschiffe halt. Module okay. Und so. Können wir auch noch nicht kaufen, aber sehr wichtig. Der ist der gleiche Typ für Exo-Fahrzeuge. Und jetzt auch noch sehr, sehr wichtig, ein Anzug-Dude. Der verkauft uns Anzug-Upgrades von seinem Exo-Anzug. Und hier in jeder Raumstation könnt ihr euch ein Inventarerweiterung holen. Auf jeden Fall immer machen hier. Kostenlos oder was? Ne, das kostet Geld. Aber 5000, das ist nicht viel. Ja. Beim ersten Inventarplatz. Es wird immer teurer. Später kostet ein Anzug-Upgrade so ein paar Millionen irgendwann. So, und das würde ich kurz mal machen, weil da können wir uns mal optisch customizen ein bisschen hier. Ah. Du bist ein Korvax, ja moin. Ja. Sechs Trinkraum. Wie gefällt dir das Farbmuster? Hm, gelb, schwarz, weiß? Geil. Ich habe bei mir rot, schwarz, weiß. Schwarz? Da ist überhaupt kein Schwarz drinne. Doch. Nur ein bisschen Carbon. Im Anzug, ah ja, okay. Und du bist einfach komplett grau. Ja, eigentlich schwarz. Geil. Sieht irgendwie grau aus, aber ja. Okay. Erkunde die Reinstation. Finde Lebensform, die über das geheimnisvolle Signal befragen kannst. Okay, ich muss mit Leuten reden, kurz, oder? Hier soll die verschlüsselte Nachricht. Dann warte kurz auf mich. Und Chaos, du musst kurz mit Alienform reden. Ah ne, ich hab's auch jetzt. Okay, das war bei mir was anderes. Okay, und dann kommen wir jetzt mal zurück und teleportieren uns wieder zu unserer Basis. Die Basis heißt Holzhaus, das ist unsere. Was bei den Raumschiffen? Die werden mitgeworbt. Ich schätze der Entfernung 900. Ja, bei mir auch. Ich flieg dahin, das geht einfacher mit dem Raumschiff, also wirklich. Bin jetzt schon da, easy. Und das bisschen Starttreibstoff, das ist jetzt auch nichts. So, das müsste jetzt hier irgendwo in der Nähe sein. Ah ne, es ist der Frachter. Nevermind, es ist der Frachter, Leute. Ja, also bei mir ist es neben dem Frachter. Ne, das ist ja, aber ich weiß, das ist nur die ungefähre Position. Der macht mal die ungefähre. Da wo ich bin. Das Geile ist, es gibt diese Landespots, die so grün markierten Kreise immer. Wenn man von da aus startet, dann haut es keinen Starttreibstoff. Nur halt, hab ich den gerade belegt hier. Oh shit. Was los? Wir brauchen nicht einen Mikroprozessor jeweils, wir brauchen jeweils 5 Mikroprozessoren für einen Hyperantrieb. Ja. Okay, das ist natürlich eine Menge. Sollte aber auch mal. Das Ding ist, wir müssen die halt kaufen, weil das Crafting-Rezept dafür, das kommt erst sehr spät, das ist ziemlich advanced. Und ich habe 230.000 Units noch übrig. Ich fliege kurz zur Raumstation und kaufe noch welche. Hat jemand von euch noch welche über? Hat jemand von euch noch Mikroprozessoren? Also ich habe noch welche. Ich habe gar keine. Kommt mal alle zum Frachter. Ich schau, wie viel ich habe. Also, müsst ihr zum Frachter hin. Ich habe 2. Müsst ihr zum Frachter. Ja, das ist perfekt, da kannst du meinen Hyperantrieb nämlich schon mal installieren bei mir. Wobei ich brauche noch chromatisches Metall, aber das ist zumindest schon mal. Pass auf, dann, ich gehe zur Raumstation eben. Chaos, du kommst zu mir eben, dann bringst du mir das, ne? Ja, dann müsste einer. Ding, einer oder beide dann am besten farmt erstmal massig Kupfer. Weil wir brauchen jetzt gleich jede Menge Kupfer für den Hyperantrieb. Also ich kaufe direkt mal 10 Stück. 190.000 Units waren das jetzt. So, Kupfer wird alles durchgebraten. Bus, glaube ich, jetzt. So, das heißt einmal Jaxxy und einmal Lange. Chaos. Bitteschön. So, ja, jetzt geht's weiterfangen mit Komponenten, Chromatisches Metall.
Raffinieren steht da. Nee, das habe ich schon. Einfach alles einbauen über Antrieb. Der checkt dann, dass es geskippt wurde von uns quasi. Über Antrieb erfolgreich installiert. Kehre zum Schiff zurück. Kein Treibstoff, yay. Genau. Ja. Tun wir Antimaterie. Keine Warpzellen, yay. Eiskalt. Ah, das ist mein Frostplanet, den ich vorhin gescannt hatte. Das ist die Rückseite des Planeten, lol. Oh, cool. Schöner Planet. Holy. Ich brauche noch eine halbe Minute. Aber ganz ehrlich, das ist so geil. Das ist Eisberge, aber richtig hohe Berge. Also wirklich richtig hohe Berge. Holy shit. Aber egal was ihr tut, fasst nicht diese Eier hier außen an, bitte, ja? Welche Eier? Die vom Haus überall rumliegen. Flüsterndes Ei. Ich sag mal so, wir sind gerade noch zu sehr im Early Game, um damit jetzt das zu überleben. Ja, ich mache halt hier, ich habe 500 Kohlenstoff hier reingeballert. Jetzt habe ich erstmal 320 verdichteten Kohlenstoff. Hat immer noch Kupfer, ich brauche ein ganz bisschen Kupfer noch, sonst kann ich meinen Hyperantrieb nicht installieren. Ich habe dir all meinen Kupfer gegeben, ich habe keins mehr. Oh, ich kann dir was abgeben. Ja, gib mal ruhig alles, dann mache ich das direkt mal. Gib mal alles ruhig, ich mache das direkt dann weiter zu chromatischem Metall. Wir werden noch viel brauchen. Ich gebe dir mal die Hälfte. Oder so. Jede Warp-Zelle macht einen Hyperantriebsprung. Wir können später dann mit Upgrades die Effizienz erhöhen, dass wir weiter warpen können und sowas. Okay. Aber das kommt noch alles. Okay, bereit zum Abheben alle? Ja, ich gehe gerade noch komplett oben. Okay, lass mal zusammen warpen. Ja, wir müssen auch ein gleiches Sternsystem. Diese Linie zeigt immer den schnellsten Weg zum Zentrum der Galaxie, indem man nur über gelbe Sternsysteme reist. Was heißt gelbe Sternsysteme? Es gibt gelbe, grüne, rote, blaue Sternsysteme. Aktuell können wir nur auf gelbe. Oder, und das nächste auf. Sternsystem nach der Linie müsste Bongbar XIX sein, oder? Habt ihr das ja, alle? Jaxel, du auch? Warte, wie komme ich zurück? Das steht B-Space, Alter. So, das nächste von mir aus ist Bomber, ja, Bonga, genau. Dings da. Und dann da einmal hin. Wir können auch zu jedem System anderen gelben Sternsystem, aber ich der Linie folgen ist am simpelsten erstmal. Deshalb würde ich sagen, wir gehen da hin. 3, 2, 1. Ich sag mal kurz wie. Hm? Ah, einmal, kurz einmal kurz anklicken und dann links die gedrückt halten zum Warpen. Okay, dann. 3, 2, 1. Sit. Lass mal direkt in der Raumstation einmal landen. Dann kannst du mich direkt von dem Sternsystem auch mal den Exo-Anzug upgraden. Hier ist eine Sternstadt, hier ist eine Stern. In fast jedem System ist eine Raumstation, ja. Ah, ich hab die gefunden. So, jetzt noch kurz ein Quest-Gelaber hier, vermutlich, ne? Ich angegriffen, glaube ich. Ich greif dich an. Achso, wow. Also ich bin im Raum. Oh, warte! Uns greift. Hey, wer ist das? Es kommt Piraten, lol, oha! Ich hab grad Jaxel einfach angegriffen aus Spaß, jetzt kommen einfach random Piraten gerade und wollen uns killen. Pulsantrieb deaktiviert. Die haben wertvolle Fracht gefunden. Natrium bei mir. Wait, das sind Verbündete. Oh Gott, ich hab meinen Verbündeten fast abgeschossen. Der rote Pfeil, dem Folgen. Oh, ich hab irgendwas aus der Luft geschossen. Weltraum. Ja, die mit roten Antrieben sind böse, die mit grünen Antrieben sind die guten. Bei dir spawnen, glaube ich, noch mehr Piraten. Da sind Piraten. Wo ist der rote Antrieb denn? Hinter den Raumschiffen direkt. Also die Linie, die wir ziehen quasi. Okay. Ja, aber ich sehe keinen Typen mit roten Antrieb. Ich habe gerade den letzten gekillt, alles gut. Dann gehen wir zur Treibstoffquelle, würde ich sagen, oder? Jo. 3, 2, 1, piu. Wurde erstmal angesteuert bekommen. So, eiskalter Planet. Hohe Wächteraktivität. Nicht so gut. Oh, ich habe was gefunden. Ach, die Dinger. Ist schon da? Ja, das sind Monolithen. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass es Monolithen gibt. Ach ne, das ist noch der Story-Monolithenstein, okay, alles gut. Erkunde Planeten in der Nähe oder sogar ein neues System. Ruf mit X die Galaxiekarte auf. Oder das mysteriöse Überbringer der Nachricht begibt dich in den Weltraum. Aha, okay. Wo müssen wir denn hin, laut der Story? Wir sagen, wir gehen einfach fliegen zum nächsten System einfach weiter, oder? Oder ich warp mich schon mal dahin, dann geh ich schon mal zur Raumstation looten. Noch Vayner. Mhm. Oder das nächste auf. Wir folgen der Linie einfach weiter. Das ist am simpelsten für uns drei zu koordinieren, so, wo wir hinfliegen. Der Kollege hier. Das ist so ein Missionstyp, das heißt jeder Blaue. Da können wir Missionen annehmen. Ja. Die sind sehr gut, weil erstens wir kriegen Belohnungen und wir kriegen dafür Ansehen. Und das Ding ist, ich würde da so Missionen annehmen. Du siehst ja die Mission immer, Mineralien scannen und Dioxid sammeln. Sowas zum Beispiel. Das ist eine Mission, ja. Die macht man irgendwann automatisch nebenbei. Das heißt, die einfach immer annehmen und dann machst du die sowieso irgendwann. Alle oder was? Nee, die vermisste Person finden zum Beispiel, das ist so eine aktive Quest. Die musst du aktiv verfolgen, das können wir sein lassen. Aber Mineralien scan zum Beispiel. Genau, und das 52 Dioxid sammeln ist auch easy. Sowas macht man immer nebenbei irgendwann. Okay, nice. Nicht genug Ansehen, um die zu starten. Doch. Ja, dann. Mission läuft, steht da. Genau. Wenn wir genug Ansehen haben, dann werden wir Teil in den Alien-Gilden irgendwann. Dann kriegen wir auch in jeder Raumstation mal dicke Blume. Soll ich mal meinen Anzug upgrade ganz fix nochmal? Okay, Chaos, noch willst du was essen gehen? Dann würde ich auch kurz was essen gehen. Dann würde ich sagen, wir machen einfach kurz eine Pause. Ja.
Ich speichere by the way auch. Ich speichere immer, wenn ihr aus dem Raumschiff aussteigt. Das geht auch. Okay. Verstehe, also, die Methode kenne ich schon.